Hi Leute, willkommen wieder zu einem Paint with Me. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie ich Leinwand vorbereite. Weil ich habe jetzt, glaube ich, noch 4 Felder von meinem alten zu machen. Und da sollte ich die andere Leinwand langsam vorbereiten, dass sie sich noch hinlegt. Sie ist so eingerollt. Das nächste Bild ist dieses hier. Ich zeig's euch. Dieses da. Oh, das Licht ist aber schlecht, wartet. Mal das andere Licht anmachen. So. Und zwar, das ist das Bild, was ich als nächstes machen muss für meine Freundin. Die fand das total geil. Ist es auch, muss ich auch sagen. Bin gespannt, wie es aussieht. Das ist jetzt eine Größe von 45-60. Und zwar, ich packe es jetzt mal aus. Ja, so oder so. Ja. Und zwar mache ich das immer so, dass ich die Leinwand so 2 Tage, 3 Tage vorher schon vorbereite, damit sie sich ordentlich hinlegt. Weil, wenn sie sich dann dauernd einriffelt und einrollt, ist es schon scheiße. So. Ja, gucken hier. Wo geht es auf? Ja, wie ihr seht, das ist wieder von Hukanda. Ihr wisst ja, ich bin Hukanda geschädigt. Das ist einfach so. Jetzt müsste ich nur wissen, wo hier der Anfang ist. Ich sehe es nämlich nicht. Hallo. Ach, ich glaube, ich hab was. Ich hab was. Ich glaube, ich hab was. Warte, warte. Irgendwie. Ah ja. Okay. Und zwar habe ich schon geguckt, wie viele Farben das Bild hat. Das ist einer der größten, so viele Farben hatte ich noch nie. Das sind 48 Symbole. Ich kann euch ja mal die Symbole, aber Symbole sind wieder so Hukanda-like. Das ist ganz typisch Hukanda. So, das sind die Symbole. Da. Also das ist ganz typisch Hukanda. Die haben meistens immer dieselben. Ähnlich, also es sind wirklich 48 Farben, also es ist schon viel. Es ist schon sehr viel. Und bin ich mal gespannt. So, und zwar breite ich jetzt die Leinwand da aus. Es ist unterteilt wieder in 10 cm Stücken, wie es aussieht. Und einmal 5. Okay. Wie ich das schneide, ich glaube, ich werde es heute nicht schneiden. Werde ich erst schneiden, wenn ich soweit bin. Weil ich mache ja 10 cm Quadrate. Und zwar, ich mache so, die Folie ist ja, also die Leinwand ist, rollt sich einfach so, weil diese Abdeckfolie da Spannung auf die Folie gibt. Deswegen zieht man die Folie immer ab. Und macht sie wieder hin, dann legt sich das Bild richtig schön hin, aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Also, ich hoffe. So. Ah, scheiße. Okay. Ich sehe gerade, dass die Leinwand wieder nicht klar ist. Wieder wie bei meinem einen anderen, was ich gerade mache. Die ist auch nicht richtig klar. Und dann deckst du, also man zieht sie so auf und dann deckt man sie auch wieder zu. So gut wie möglich. Man sieht so richtig hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass sich der jetzt dann hinlegt. Aber wir dürfen es jetzt bloß nicht wieder einklicken lassen. So. Jetzt machen wir den nächsten Streifen. Na komm. Ja, bei uns ist es richtig windig. So, wir werden jetzt mal alle aufmachen. Dass man ein bisschen was sieht. So. Also das ist eher die Totenkopfseite, glaube ich. Und dann legt man es wieder rein. Aber so, dass alles schön zu ist.
weil ich lege es unter mein Brett. Und da ist es nicht hundertprozentig sauber. So, seht ihr, wie sich die Leinwand jetzt schön hinlegt? Jetzt muss ich bloß noch die andere Seite machen. Da rollt sich ja auch noch ziemlich. Ah, das 5 cm, da soll ich vielleicht auch noch aufmachen. So. Das war jetzt nicht so schwer. So. Jetzt machen wir das Ganze von der anderen Seite. Machen wir das auf. Na komm. So. Es müssten wieder 10 cm Streifen sein. Das ist halt gut bei Hukan. Also die unterteilen das echt schön. So. Ich werde euch auch gleich nochmal den Druck zeigen. Aber ja, es ist nicht sehr sauber. Aber okay. So, jetzt machen wir es wieder schön glatt. So. Oh, das ist nicht gut. Ich will nämlich keinen Spalt haben. Wie gesagt, es liegt halt auch noch fast 2 Tage unter meinem Brett. Ich zeige euch gleich, wo ich das hinlege. Ja, und wenn man das immer so abzieht, dann rollt sich die Leinwand auch nicht mehr so. Weil einfach die Spannung nicht mehr auf der Leinwand ist. Also, ups, das ist wieder so. Einfach die Spannung nicht auf der Leinwand ist. So. Seht ihr, das ist super, oder? So kriegst du es gerade. Und jetzt lass es noch 2 Tage unten drunter liegen, dann ist es aglatt. Das ist halt schon eine praktische Sache. So, jetzt kommen wir mal zum Druck. Also wie gesagt, der Druck ist nicht so besonders. Ich werde jetzt noch mal einen Streifen aufmachen, damit ihr es seht. So. Hukanda-mäßig wieder nicht so. Seht ihr es? Es ist wieder sehr, es ist leicht verschwommen. Also es ist nicht sauber. Also ich finde, die Symbole sind nicht klar. Jetzt an der Kamera sieht man es viel besser, muss ich sagen. Aber so auf dem Bild, also so klar sind sie nicht. Also ich hatte schon bessere. So. Machen wir es wieder zu. So. So, dann werde ich euch dann mitnehmen. Gut. Nehme ich euch mal mit. Und führe euch in meiner Wohnung spazieren. Oh, oh, oh. So. Und zwar zu meinem Paintingplatz. Das ist mein Wohnzimmertisch da. Mein Paintingplatz ist da. Also ihr müsst euch nicht wundern, dass es nebendran aussieht wie Bolle. Mein Mann, der macht Modellbau und der sitzt dann meistens neben mir und bastelt darum. Also. So, ich werde das mal ein bisschen höher machen. So, das ist mein Paintingplatz. Wie ihr seht. Wie ihr seht, seht ihr da nichts. So. Und zwar ist das so ein Brett. Also, es ist ein Brett auf dem Tisch. Dass man es einfach schneller wegräumen kann oder so. Eigentlich räume ich es nie weg. Weil wir brauchen einen Esszimmertisch so gut wie gar nicht. So. Und dann nehme ich die Leinwand. Und steck's unter das Brett.
schön unter das Brett. Ich muss ja noch ein Foto von der Legende machen. So, immer schön unter das Brett schieben. So, jetzt wird's. Oh, fuck. So. So. Und dann legt sich's jetzt glatt. Bis ich mit dem hier fertig bin, was jetzt noch drauf liegt. Da liegen auch schon die Steine. Die habe ich schon vorbereitet. Also, die Steine sehen wieder gut aus. Ich kann euch ja mal ein paar zeigen. Ich beschrifte das auch immer, wenn ich es kriege. Da steht jetzt Tote Kopftiger. Weil da ist, bei dem hier ist kein Zettel drin. Das ist halt, ey, wo kann da halt ein bisschen, finde ich ein bisschen schade. Das könnte eigentlich besser sein, finde ich jetzt. Aber gut, egal. So. Zeigen wir dir mal die Steine. So. Wo haben wir denn hier? Fokussieren bitte. So. Also die Steine sehen nicht schlecht aus. Also da bin ich bei Wakanda was anderes gewöhnt. Aber meistens ist es ja das Schwarz. Wir haben ja genug Schwarz. So, schwarz. Also, ich sehe da jetzt, oh ja, guck mal. Viel Dreck drin wahrscheinlich. Aber bitte nicht. Aber so das Groß und Klein sehe ich jetzt nicht so. Scheinen alle ziemlich gleich zu sein. Sieht gut aus. Naja, schauen wir mal, ne? Wir werden es ja sehen, ihr werdet es mitkriegen, weil ich werde es ja dann machen. Also, es sind auch viele einzelne Farben dabei, wo nur 46 Stück drin sind. Fokussieren. Danke. Fokussieren. Jetzt. Da. Sind nur 46 Steine. Und eins hat schon ein Loch. Ich sehe schon ein Loch. Da seht ihr es? Da ist ein Loch. Also eins schon mal Dreck. So, da sind auch nur 17. Es ist viel Kleinmist. Aber sonst sehen die Steine ziemlich sauber aus. Naja. Ich denke, das wird. Ja, ich habe das schon alles rausgesucht. Wie gesagt, ich habe noch vier Felder zu machen. Ich denke, ich brauche jetzt noch 2 Tage für das eine. Da werden die aber dabei sein, wenn ich fertig werde. Weil ihr wollt ja auch zugucken, wie ich einsortiere. Und das zeige ich euch dann auch, wenn es soweit ist. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und ihr fandet es gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Kommi da lasst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und bis bald. Ciao.